Der Song geht an Steven Mack, weil er hat Unglaubliches gemacht. Und all das hat nie geschwächt. Nein, es hat uns sogar noch gestärkt. Mein Name ist Steven Mack und ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Weil diese Geschichte hat mein ganzes Leben von Grund auf verändert. Easy peasy, ich rock den Scheiß. Das ist meine Geschichte, ja das ist mein Erlebnis. Und mein Drang, beim Kampf und dem Willen vor das Ergebnis. Das ist was ich glaub, ja das ist was ich hab und gab. Können fragen, ich nehm's Leben nicht die eigene Hand. Das ist meine Geschichte, ja das ist mein Erlebnis. Und mein Drang, beim Kampf und dem Willen vor das Ergebnis. Das ist was ich glaub, ja das ist was ich hab und gab. Können fragen, ich nehm's Leben nicht die eigene Hand. Und so fängt alles an mit meinem 12. Lebensjahr. Abnormal haben die meisten Leute über das dann quasi noch, so wie Zugsurfer, Daniel bei Koch, durch ein Bungee-Jump. 2 Wochen ganz auf mich allein gestellt, überleben im Wald. Bro, haben sie gesagt, doch haben das Leben anders angeschaut. Tja, ich hab mich ziemlich früh entschieden und bin dann da durch. Und ich hab das Leben früher verglichen mit einem Turnschuh. Entweder schlüpfst du in den Schnürst zu einem Turnschuh. Oder stellst du in meinen Schrank und dann wartest mal ab. Und nach 8,5 Jahren in dem Schrank folgt ein Sarg. Und genau drum hab ich nicht will so sein, hab das Leben gekostet. Ja, genossen, hat mich verschossen, bin ich nicht gerostet, bin stolz. Bin an meine körperlichen Grenzen auf Normen und Umwelt. Kann mein Leben wollen leben, das mit mir dran zu der Umwelt. Ich kann nie wollen dazu gehören zu dem gesamten Umwelt. Ja, wie lieber lebe ich mein Leben, auch wenn's nicht immer ganz so rund läuft. Das ist meine Geschichte, ja das ist mein Erlebnis. Und nur krank beim Kampf und beim Willen vor das Ergebnis. Das ist was ich glaub, ja das ist was ich hab und gab. Können fragen, ich nehm's Leben nicht die eigene Hand. Das ist meine Geschichte, ja das ist mein Erlebnis. Und nur krank beim Kampf und beim Willen vor das Ergebnis. Das ist was ich glaub, ja das ist was ich hab und gab. Können fragen, ich nehm's Leben nicht die eigene Hand. Am 28.05.2006, um 15:30 Uhr gegen den Abend, nimmt das alles ein Ende. Und von der folgenden 6 Wochen nach dem Unfall ist die Erinnerung weg, 41 Wochen sind gebrochen. Was ich an der Sprung überlebt. Ich mach mir Gedanken und fang an merken und spüren, dass das Leben ein Geschenk ist und viel zu ernst zum Verlieren. Kennt ihr den Winkel von der Blickrichtung, wo ich mal gewählt habe, will ich gelernt habe. Das Leben ist ein wertvoller, ernstvoll und wo ich lang am realisiert dann, wo ich stehe, ist mir klar geworden. Ja, ich sollte jetzt handeln, sollte nicht warten. All die neuen Sachen erlernen, dürfen mich wachsen. Zum Schlussendlich können sagen, ich lebe mein Leben jetzt übertragen. Ich bin sitzen geblieben auf meinem weissgefärbten Pferd. Ja, ich hab vieles erlernt, bin weit geritten auf meinem eisernen Weg. Aber wo bin ich jetzt, wie bin ich jetzt? Ich bin so, wie ich bin, weil ich niemals aufgeben habe, gekämpft habe und schnurstracks hat der Wind. Das ist meine Geschichte, ja, das ist mein Erlebnis. Und nur krank beim Kampf und beim Willen vor das Ergebnis. Das ist, was ich glaub, ja das ist was ich hab und gab. Können fragen, ich nehm's Leben nicht die eigene Hand. Das ist meine Geschichte, ja das ist mein Erlebnis. Und nur krank beim Kampf und beim Willen vor das Ergebnis. Das ist was ich glaub, ja das ist was ich hab und gab. Können fragen, ich nehm's Leben nicht die eigene Hand. Es hat mich gefreut, den Song für den Steven Mack zu übermitteln. Bist ein freshes Ich, bleib so wie bist. Und ich wünsch dir nur das Beste auf deinem weiteren Weg.